Manche Betroffenen können ihren Vorsatz, nie wieder Alkohol oder nie wieder Drogen, nicht einhalten und werden rückfällig. Wie ist es aber, wenn man nach einer bestandenen MPU erneut im Straßenverkehr auffällig wird? Bekommt man die Fahrerlaubnis überhaupt noch wieder? Und wie sieht es mit der Abstinenz aus? Mit diesem Thema und wie es dann weitergeht, damit beschäftigen wir uns heute in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Martin Slewinski und ich bin hier bei MPU Erfolgsformel, Ihr Gastgeber. Hier auf diesem Kanal geht es vorrangig um die MPU-Vorbereitung, das Gespräch mit dem Gutachter, die medizinische Untersuchung, die Leistungstests sowie alle behördlichen Angelegenheiten rund um die MPU-Anordnung. Und im weitesten Sinne natürlich auch um Ihr Verhalten im Straßenverkehr, damit auch Sie die MPU beim ersten Mal bestehen. Wenn also die MPU gerade Ihr Thema ist, dann sollten Sie jetzt genau den Kanal abonnieren und auch noch die Glocke drücken. Dann sind Sie informiert, wenn ich für Sie wieder ein Video hochlade. Bitte schauen Sie sich das Video bis zum Ende an, damit Sie keine wichtigen Informationen verpassen. Es ist für die meisten Betroffenen ein sehr schwerer und steiniger Weg zurück zum Führerschein. Man muss oftmals 12 Monate Abstinenz nachweisen und sich bei der MPU mit vielen Fragen auseinandersetzen, die sehr persönlich sind, um die MPU zu bestehen. Es ist eine lange ungewisse Zeit mit vielen Ängsten und Hoffnungen und dem Wunsch, die gefürchtete MPU beim ersten Mal zu bestehen, um sich am Ende mit einem positiven Gutachten zu beweisen, dass man es geschafft hat. Es ist ein befreiendes Gefühl, wenn der Gutachter Ihnen nach der MPU eine positive Prognose mitteilt. Die Ängste fallen von einem ab, weil man es geschafft hat und man nicht wie ein Idiot dasteht, weil man den Idiotentest, also die MPU, nicht sofort bestanden hat. Das Gefühl von Freude, Glück, Stolz überflutet einen und man ist stolz auf sich, es endlich geschafft zu haben. Man glaubt es nicht, aber es kommt manchmal vor, dass Betroffene nach einer bestandenen MPU wieder rückfällig werden und erneut berauscht am Straßenverkehr teilnehmen und wieder auffallen. Die Fahreignung wird wieder angezweifelt und eine MPU wird angeordnet. Ich spreche regelmäßig mit Betroffenen, die in diese Situation gekommen sind. Oftmals ist es bei dem Versuch, kontrolliert zu trinken, zu einem Rückfall gekommen. Aus einem Bier wurde nach einer kurzen Zeit noch eins, dann zwei, dann drei. Und ehe man sich versieht, ist man wieder da, wo man aufgehört hat. Ein klassischer Rückfall beim Versuch, kontrolliert zu trinken. So ungefähr läuft es bei Alkohol ab und bei Drogen ist es genauso. Der Versuch, kontrolliert zu konsumieren, ist die Rückfallursache Nummer. Es dauert oftmals auch nicht lange, bis man das Fahren und das Trinken oder das Konsumieren nicht mehr zuverlässig trennen kann und wieder in die alten Gewohnheiten rutscht und mit dem Auto unterwegs ist, nachdem man etwas getrunken oder konsumiert hat, bis man von der Polizei gestoppt wird. Die Frage, die sich den meisten Betroffenen stellt, ist: Bekomme ich meinen Führerschein jetzt überhaupt noch wieder? Und was muss ich dafür tun? Zunächst kann man sagen, dass Sie als Betroffener immer wieder die Chance haben, die Fahrerlaubnis wiederzubekommen. Es wird nur von Mal zu Mal schwieriger. Die Argumente, die Sie das letzte Mal verwendet haben, um das positive Gutachten zu erhalten, haben ja praktisch nicht funktioniert und Sie brauchen neue. Irgendwann hat man jedoch keine neuen Argumente mehr. Beim zweiten oder dritten Mal ist es noch okay, aber dann wird es eng und man sollte sich fragen, ob es überhaupt noch Sinn macht, die MPU zu machen. Hier muss man erkennen, dass der Vorsatz nie wieder Alkohol oder nie wieder Drogen ja nicht funktioniert haben und man wieder rückfällig geworden ist. Der Irrglaube, der hier gemacht wird, ist, dass viele Betroffene nicht unbedingt mit 1,6 Promille oder mehr wieder auffallen, sondern mit 0,5 oder 0,6 Promille. Dann wundert man sich, dass eine MPU-Anordnung ins Haus flattert. Sie sind Wiederholungstäter und müssen erneut zur MPU. Die meisten glauben, dass es einfach wird bei der MPU, weil es war ja nicht so viel Alkohol. Ich war ja nur ein bisschen drüber, heißt es dann. Das sieht man bei der MPU aber anders. Bei der MPU bewertet man das mit einem Rückfall. Und wenn Sie das letzte Mal vor der MPU die Abstinenz nachgewiesen haben und erneut auffallen, auch wenn es lediglich in Anführungsstrichen 0,5 Promille sind, müssen Sie erneut die Abstinenz von mindestens 12 Monaten nachweisen. Sie haben einen Alkoholrückfall gehabt und konnten den Vorsatz, mit dem Sie die MPU bestanden haben, nie wieder Alkohol,
nicht einhalten. Man sagt ja, eine bewusste Einnahme von Alkohol nach einer Zeit Abstinenz ist ein Alkoholrückfall und auch als solcher zu betrachten, unabhängig von der Alkoholmenge. Bei Drogen ist es genauso. Aber auch Betroffene, die mit dem kontrollierten Trinken die MPU ohne Abstinenznachweise erfolgreich bestanden haben und wieder auffallen, weil sie das Fahren und das Trinken nicht getrennt haben oder weil sie den Alkoholkonsum wieder gesteigert haben, sollten sich die Frage stellen, ob sie nicht doch lieber in Zukunft auf Alkohol verzichten sollten. Weil ja offensichtlich ein kontrollierter Umgang mit Alkohol nicht möglich ist. Sonst wären sie ja nicht erneut aufgefallen. In den meisten Fällen ist es die einzige Möglichkeit, wenn ein Betroffener nach bestandener MPU und einem Rückfall vor einer erneuten Begutachtung dann mindestens 12 Monate Abstinenz nachweist, um ein weiteres Mal bei der MPU ein positives Gutachten zu erhalten. Es werden auch 12 Monate bei der MPU gefordert. Mit 6 Monaten werden Sie die MPU beim zweiten Mal nicht bestehen. Statistisch gesehen werden auch ungefähr 6% aller positiv begutachteten Betroffenen rückfällig und verlieren erneut die Fahrerlaubnis. So viel zu diesem Thema heute. Wenn Sie erfahren möchten, was die nächsten Schritte für Sie sind oder Sie Hilfe bei der MPU-Vorbereitung benötigen, dann vereinbaren Sie ein kostenloses Beratungsgespräch mit mir am Telefon oder per Zoom-Call und wir schauen uns gemeinsam an, wie Sie es schaffen werden, die MPU zu bestehen. Einen Link finden Sie unten in der Beschreibung. Wenn Ihnen das Video geholfen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben, abonnieren Sie den Kanal und ich wünsche Ihnen alles Gute auf Ihrer Reise zurück zum Führerschein. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und bis bald. Thank you.